Whisky-Geschichte kann man ganz schräg umreißen, dass es bis 1850 eigentlich nur Single Malts gab, die örtlich verkauft wurden von legalen, aber auch illegalen Destillerien. Und circa 1850 kam der Blend in Mode. Ein Blend ist eben ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Single Malts mit einem Grain Whisky, der eigentlich nur zum Verschneiden da ist. Also was man so üblicherweise im Supermarkt sieht, wie Johnny Walker, Chivas Regal, Dimple etc., Ballantines, das sind alles Blends, genau. Und mit teilweise sehr geringem Malt Whisky Anteil, das ist dann unterschiedlich. Ab 1960, glaube ich, 63 wendete sich dann das Blatt allmählich. Da kam nämlich Glenfiddich, kennt man heute immer noch aus dem Supermarkt mit den dreieckigen grünen Flaschen, als erste Distiller auf die Idee, ihre Single Malts direkt zu vermarkten und direkt abzufüllen. Und das hatte auch recht großen Erfolg. Jetzt kommt der erste Single Malt. Das ist aber auch der einzige, also der ist in doppelter Hinsicht besonders. Erstens die einzige Originalabfüllung, das sind alles Independent Bottlings. Und es ist der einzige, der in Trinkstärke ist. Die anderen sind Originalfassstärke, es sind alles Einzelfassabfüllungen, die drei. Und es sind Fassstark, also hat man kein Wasser zugegeben. Und der, den hat man eben dementsprechend runtergedimmt auf 43. Hört man hier die Kette dann, ja? Genau, kann man, ja. Und das ist jetzt nichts Berühmtes, aber einfach mal, um so eine Impression zu kriegen. Was natürlich auch schade ist, früher haben eben in so einer Destillerie ein Dutzend Männer gearbeitet und heute sind das ein, zwei Leute. Das meiste geht irgendwie eher. Also das Getreide wird nicht mehr selbst gemälzt, das wird von außen gemacht, wird angeliefert in Containern. Und ist, ja. Also aber es gibt immer noch überall Korken, oder? Kork ist nach wie vor das weitverbreiteste und meines Wissens denkt man im Gegensatz zur Weinindustrie, wo das ja ein Thema ist, Glasverschlüsse, Schraubverschlüsse, denkt man auch in der Whiskyindustrie meines Wissens jetzt nicht akut drüber nach, das zu ändern. Ja, aber es wäre, ich meine, das wäre auch bei einem Whisky, vor allem wenn es so teuer ist, wäre es ja auch schade, wenn man hier oben einen Kunststoffverschluss hätte. Ja, ne? Finde ich persönlich hat ja auch irgendwo. Ästhetisch was, wenn man das hier so rausziehen kann und dann riechen. Das hier ist ein Longmorn. Das hier ist auch ein Longmorn. Das heißt? Ist eine meiner absoluten Lieblingsdestillerien. Und Barry Brothers ist eigentlich ein sehr, sehr guter Abfüller, unabhängiger Abfüller. Und der ist auch noch für La Maison du Whisky abgefüllt, ein französisches Pariser Whiskyhaus, die eigentlich nur super Abfüllungen rausbringen. Und trotzdem ist dieser Whisky crap. Also wirklich das Grauen. Ich meine jetzt mal schnell zornen. Und das Glas gut ausspülen. Gleiche Destille, wie gesagt, nochmal hervorgehoben. Gut zugegeben, er ist fast ein Vierteljahrhundert älter als der zuvor. Aber da sind Welten und Lichtjahre dazwischen. Also sieht auf jeden Fall schon mal toll aus. Übrigens von einem deutschen Abfüller, Malts of Scotland. Riecht auch wunderbar. Die sitzen in Paderborn. Riecht ganz weich und köstlich. Naja, das ist ein bisschen wie Fruchtsalat. Fast in die Richtung. Auch ein sehr gutes Longmorn, ja, 75. Herrlich. Der ist viel länger. Ja. Also von was die Aromen betrifft. Ja, der hat einfach Aromen. Der andere brennt länger, aber genau. Dieser brennt ausschließlich. Ja, ganz genau. Ja, hier zum Abschluss so one of my all-time favorites. Können wir auch ins Wohnzimmer rübergehen. Okay. Gut, dann machen wir das. Jähriger Glen Grant von 72. 2007 auf dem Markt für Pi mal Daumen 150 Euro, bringt heute auf Auktionen 350 Euro. Ist aber auch wirklich ein ganz, ganz großer Mord. Also der ist bestimmt auf meiner Top 10 Liste der besten, die ich je getrunken habe. Vielleicht sogar auf der Top 5 Liste. Ehrlich? Okay. Ich bin sehr gespannt. Cheers. Cool. So ein Cognac-Style. Ja, so ein bisschen. Auch von der Farbe her, ne?
Ja, aber auch die Art von Früchten, finde ich, die findet man bei guten Cognacs raus. Ja, das stimmt. Jetzt wird er aber, jetzt riecht nochmal, jetzt kommt die Frucht viel mehr raus. Ja, vorher stimmt. Hatte der viel mehr Getreidearomen eigentlich, die Frucht war so ein bisschen pushed away. Jetzt kommt sie. Also, dass man Whisky atmen lassen muss, ist mir auch total neu. Ja, Sauerstoff macht mit jedem Getränk was. Whisky ist das komplexeste Getränk der Welt. Beim Whisky hast du halt verschiedenartige Getreidenoten. Du hast verschiedenartigste Fruchtaromen. Die können also von hier, würde ich sagen, der hatte eher pflaumenartige Aromen. Wenn ich jetzt eine Frucht bestimmen müsste. Während der Longmorn vorher, der hatte eher exotische Früchte, eher helle Früchte. Also das schon sehr verschieden. Dann eben je nachdem Raucharomen, Torfaromen, je nachdem wie stark die sind. Und diese Mischung, das macht es sehr speziell. Ja. Ich habe heute auf jeden Fall bessere Whiskys getrunken als jemals zuvor. Das ist schön. Und jetzt brauche ich was zu essen dringend.